Mein Name ist Jürgen Timm. Ich bin Rektor dieser Universität von 1982 bis 2002 gewesen und bin eigentlich Mathematiker und habe mich in meiner eigenen Wissenschaft mit Anwendung der Mathematik in der Medizin beschäftigt. Ich bin Wilfried Müller. Von 1997 bis 2002 war ich Konrektor für Lehre und Studium an dieser Universität. Von 2002 bis 2012 Rektor. Ja, mein Name ist Bernd Scholz-Reiter. Ich bin 2000 nach Bremen gekommen im Fachbereich Produktionstechnik für Planung und Steuerung produktionstechnischer Systeme. Seit 2012 bin ich Rektor dieser Universität. Ja, ich habe ein Bild mitgebracht aus dem Jahre 1997. Da kann man sehen, dass ich damals noch ein Stückchen jünger war. Ich war damals Rektor und gerade neu gewählt zum vierten Mal, zu meiner letzten Amtszeit. Das ist ein Foto von mir aus dem Jahre 1997. 97 war ein aufregendes Jahr für mich. Das Bild ist gemacht in meinem Arbeitszimmer im Verwaltungsgebäude. Man sieht, die Haare waren länger. Ich war natürlich deutlich jünger als heute. Und was mein Eindruck ist von diesem Bild, ich bin gespannt, ich bin interessiert, ich warte, was kommt, ich warte auf meinen Einsatz. Ja, das ist mein Bild aus dem Jahr 1997. Da war ich noch nicht an der Universität Bremen, sondern schon 3 Jahre Professor an einer anderen Universität. In diesen Jahren war es ziemlich interessant, weil wir stark die Wissenschaftssysteme vereinheitlicht haben, könnte man sagen, zwischen der ehemaligen DDR und der vorherigen Bundesrepublik Deutschland. Das war ein interessanter Zeitpunkt und gleichzeitig hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, und das hängt stark mit meinem Fach zusammen, damals schon eine starke Digitalisierungswelle. Da ging das nämlich los mit dem Internet, wenn man das im Nachhinein nochmal betrachtet. Dann war das der Anfang für unsere heutige digitale Welt der Smartphones etc. etc. Ja, was habe ich 1997 erwartet von der Universität Bremen oder generell? Wie Herr Müller und Herr Scholz-Reiter schon gesagt haben, war eine sehr spannende Zeit 1997, in der viel Umbruch sich entwickelte. Ich selber habe für unsere Universität auf 15 Jahre so erfolgreicher Rektorzeit zurückblicken können. Diese Universität hat sich in diesen Jahren konsolidiert. Sie war ja 1982 in einer ganz schwierigen Situation und 1997 war, kann man sagen, das Schlimmste geschafft. Die Universität hatte sich ganz gut entwickelt. Auch die Anerkennung von außen wurde inzwischen sehr viel besser. Wir waren in die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufgenommen und hatten inzwischen mehrere große Sonderforschungsbereiche. Es war die Zeit vor Bologna, aber der Verantwortliche in der Verwaltung, Ludwig Vögelin, für Lehre und Studium und ich, wir waren sicher, dass etwas wie Bologna kommen würde. Wir wussten zwar nicht was, aber es würde etwas kommen, weil es ein großes, umfassendes Gutachten gab über die Attraktivität deutscher Hochschulen, vor allem der Universitäten, für ausländische Studierende. Und das Interessante war, in diesem Gutachten steht nicht, dass wir fachlich nicht gut waren, sondern es stand, man kann sich auf nichts verlassen an diesen Universitäten. Man weiß nicht, wie lange man studiert, man weiß nicht, wann welches Angebot kommt. Und da haben Ludwig Vögelin und ich geahnt, was kommen könnte. 2007 war für mich eigentlich das schlimmste Jahr in den 10 Jahren Rektor. Einerseits beruflich und andererseits privat. Beruflich, weil wir Ende 2006 es nicht geschafft hatten, in der Exzellenzinitiative in dem dritten Wettbewerb zu gewinnen. Wir hatten zwar ein Cluster und 2 Graduiertenschulen, sind in den letzten 10 gekommen, am Ende aber sind wir leer ausgegangen. Und nach meiner persönlichen Recherche war das Urteil der Gutachter völlig richtig. Wir waren dafür damals nicht reif. Privat war es ein katastrophales Jahr, weil Ende des Jahres bei meiner Frau ein schwerer Krebs identifiziert wurde, der er noch wenige Monate zum Leben gab. Sie ist dann Februar 2008 gestorben. Das waren schwere Zeiten für die Universität, weil plötzlich das Land gesagt hat, der Wissenschaftsplan und die dort eingestellten Ressourcen, die gelten nicht mehr. Die Universität muss die Anzahl der Professuren drastisch reduzieren und einen neuen Hochschulentwicklungsplan vorlegen.
Wenn das nicht passiert, werden keine neuen Professuren durch das Land mehr zur Besetzung freigegeben. Das war eigentlich damals die Situation. Und das war eine paradoxe und in Teilen auch, muss man sagen, für die Angehörigen, für die Professoren der Universität Bremen frustrierende Situation, denn die Universität war weiter stark im Aufwind. Wir hatten, glaube ich, vorher nie so viele Sonderforschungsbereiche wie in der damaligen Zeit. Die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter der Universität war damals sehr hoch, ist sie immer noch, muss man sagen. Die Exzellenzinitiative war am Anlaufen, das heißt, man benötigte auch die Ressourcen und eine letztendlich positive Einstellung auch zu den Ressourcen der Universität im Land, die war aber plötzlich nicht mehr gegeben. Und das war schon nicht einfach für die Universität, über diese Hürde hinwegzukommen. Ich habe nach einer gewissen Zeit, muss ich sagen, einer beginnenden, sich abzeichnenden Depression wieder Mut gefasst, doch noch die Aufgaben als Rektor aktiv anzugehen. Und ein wesentliches Element dafür waren zwei Gespräche mit zwei jüngeren Kollegen, damals jüngeren Kollegen, heute glaube ich auch noch, mit Herrn Drexler und Herrn Kirchner aus der Informatik, die mir sagten, wenn ich es als Rektor erneut wagen würde, einen Antrag in Richtung Exzellenzinitiative zu stellen, sie wären ganz vorne dabei, sie würden mich sehr unterstützen. Und von da an war klar, es gibt nur noch ein Ziel, in der Exzellenzinitiative zu gewinnen. Ja, wie sieht die Zukunft der Universität Bremen aus? Ich glaube, dass wir mit unserem Spirit, mit unserer Grundhaltung weiterhin uns im Wissenschaftssystem, im Hochschulsystem in Deutschland, in Europa gut positionieren können. Und unser Ziel ist natürlich, letztendlich noch besser zu werden. Dazu hoffen wir, dass es auch im Land Bewegung gibt. Wir wissen ja, dass die Schuldenbremse zwar ab 2020 wirkt, dass aber trotzdem zusätzliches Geld im Land Bremen wieder investiv und auch konsumtiv zur Verfügung steht. Und wir denken, dass man einen Anteil davon auch in die Universitätsausbildung und in die Universitätsforschung stecken sollte. Nicht um uns selber sozusagen besser zu positionieren, sondern um das Land Bremen und seine Bevölkerung besser zu positionieren. Denn Hochschulbildung, Universitätsbildung ist ein wesentliches Kriterium, ein wichtiges Kriterium für die Prosperität eines Bundeslandes und einer Region. Und ich denke, wir haben auch viele Punkte, in denen wir Alleinstellungsmerkmale haben, Dinge, die andere nicht haben. Die Meeresforschung ist zum Beispiel und vielleicht und die Kooperation zwischen Technikwissenschaften und Geisteswissen, Sozialwissenschaften ist ein anderes Beispiel. Also wir haben eine ganze Menge vorzuweisen, was andere nicht haben. Und insofern eine besondere Ausbildungsfunktion für ein Nordwestdeutschland entwickeln. Ich glaube, die Universität hat viele Stärken. Ich glaube aber, dass sie auf mehr als einen Wettbewerb setzen sollte. Man kann durchaus für eine mittelgroße Universität überlegen, ob nicht kleinere Formate wie Sonderforschungsbereiche oder wie Forschungsgruppen etc. eigentlich der Bereich sind, in dem Universitäten, wenn sie nicht allzu groß sind, eher reüssieren können als in der Exzellenzinitiative. Und politisch hoffe ich, dass es den liberalen Kräften Europas gelingt, die rechtsradikalen Rechtspopulisten zurückzudrängen. Das ist für meine Zukunft und für die Zukunft der Universität Bremen von entscheidender Bedeutung.